Eine Schatzkammer aus Stein. Die neue Stele für den Geopark. Den Friedensplatz in Schwanebeck ziert seit kurzem eine neue Infostele. Das Wort Geopark ist in Großbuchstaben auf die Säule geschrieben und zeigt Durchreisenden, hier lohnt es sich, einmal anzuhalten. Ein Geopark ist hierbei ein abgegrenztes Gebiet mit einer hohen Dichte geologischer Phänomene. Er soll den Leuten näher bringen, wie genau Landschaften entstehen, welche Gesteine und Rohstoffe im Untergrund vorkommen und wie Geologie und Böden die jeweilige Landnutzung beeinflussen. Ja, also ein Geopark ist ein Gebiet, in dem es in großer Häufung interessante Geotope gibt. Nur ist dieser Begriff Geotop auch nicht jedem geläufig. Das sind Aufschlüsse, die Einblicke in die Erde geben. Wir nennen die einfach Fenster in die Erdgeschichte. Und solche Fenster in der Erdgeschichte gibt es hier um Schwanebeck. Das sind die alten Kalksteinbrüche, die gebraucht wurden, um den Rohstoff zu gewinnen für die Zementindustrie. Aber wir können ebenso gut auch sagen, dass viele Gebäude oder auch Mauern hier in Schwanebeck auch Einblicke oder Fenster in die Erdgeschichte sind. Denn die sind ja erbaut aus dem Material, was hier in der Umgebung von Wegeleben abgebaut wurde. Konkret den Muschelkalk, den wir hier unten zeigen in dieser Stele, der im Trias entstanden ist. Die Aufgaben der Geoparks lassen sich umreißen im Wesentlichen mit drei Punkten. Das ist zum einen der Anspruch, geologisches Erbe zu schützen. Zum zweiten Förderung der Regionalentwicklung durch Förderung eines nachhaltigen Tourismus. Und drittens Bildung für nachhaltige Entwicklung. Fange ich mit dem Bildungspunkt an. Allein, dass man hier die Möglichkeit hat, etwas zu lernen, indem man rantritt an die Stele, liest, was auf der Tafel steht, sagt, aha, das ist also das Gestein, was hier in meiner Umgebung vorkommt. Das ist schon der erste Schritt, etwas zu lernen. Und wenn ich mich mehr interessiere, kann ich dann hier auf der Tafel einiges lesen. Schwanebeck profitierte bei seiner Entstehung sehr von den verschiedenen Geotopen in seiner Umgebung. Sei es der Muschelkalk, der Bruchsteinmauern innerhalb der Kleinstadt oder das fruchtbare Ackerland drumherum. Die vielen Böden und Gesteine prägen das Landschaftsbild. Dass die Region des Harzes als einer der weltweit flächengrößten Geoparks gilt, wissen viele Einheimische trotzdem nicht. Die neue Geoparkstele soll nun jedoch genau darüber aufklären. Neben ihrer wichtigen Funktion als Informationsquelle steht sie allerdings auch noch für etwas anderes. Die Geoparkstele ist Ausdruck des Stolzes darüber, dass wir es geschafft haben, die Auszeichnung UNESCO Global Geopark zu erhalten. Und wenn ich wir sage, meine ich damit nicht allein die Menschen, die in der Geschäftsstelle des Regionalverbands Harz arbeiten, sondern alle, die vor Ort aktiv waren, sei es in Vereinen, zum Beispiel in Heimatvereinen, die Heimatkunde erforschen, die sich dafür einsetzen, dass bestimmte schöne Punkte erhalten werden. Diese Menschen meine ich damit. Ich meine, was man damit bezwecken will, ist eigentlich, dass man die Verbundenheit Geopark, UNESCO Weltkulturerbe, als Anziehungspunkt, ich sag mal, für Touristen, Informationen auch für Leute, die hier wohnen, die vieles gar nicht mehr wissen, wie unsere Umgebung, unsere Heimat hier mal entstanden ist, als Informationspunkt. Auf der Stele festgehalten ist neben einer kurzen Definition des Wortes Geopark eine umfassende Beschreibung zur Entstehung des so wichtigen Muschelkalks in der Umgebung. Das Gesamtbild der Säule gefällt allen Beteiligten des Projektes sehr gut. Erstens war ich ja schon beim Platz aussuchen mit dabei, habe mir auch vorher mal Informationen dazu geholt, wie es denn hinterher aussehen soll. Und ich finde, wie gesagt, die Platzwahl ist gut getroffen. Wir haben sie auch mit Absprache des Landkreises getroffen und wie gesagt, im Stadtrat mit eingebracht, weil das ja städtisches Grundstück ist. Alles in Ordnung, kann man gut gewählter Platz. Dieser störende Verkehrsgeräusch, den wir hier doch haben, ist eigentlich Beweis dafür, dass wir genau an der richtigen Stelle stehen. Weil das ist der Ort in Schwanebeck, wo viele Leute vorbeikommen, auch die, die hier nicht wohnen. Und im Kreisverkehr die Möglichkeit haben, dieses Wort Geopark zu lesen. Und entweder wissen sie, was damit gemeint ist, oder sind neugierig, dann können sie hinten diese Tafel lesen. Auf den steinernen Schatz der Landschaft wird in Schwanebeck nun mit der Geoparkstele aufmerksam gemacht. Schluss mit den Zielen ist an dieser Stelle jedoch noch lange nicht. Denn neue Projekte warten nur darauf, endlich in Angriff genommen zu werden. Wir haben hier einen gewissen Stau im Punkto Straßenausbau. Wo wir jetzt stehen, das ist hier sozusagen die Sahnestelle des Ortes. Geld ist ziemlich knapp, aber wie gesagt, Ausbauprojekte für Straßen und Gehwege,
wären vorrangig für mich. Und was ich jetzt noch sehr gut finde, dass ab nächstes Jahr dann auch die ganze Sache Radweg Hü, Verbindung Schwanebeck, Verbindung Richtung Halberstadt jetzt weitergeführt wird. Also zu sagen, Schwanebeck gehört dazu zu einer interessanten Region, weltweit einmalig interessanten Region mit großer geologischer Vielfalt, ist ein anderes Ziel, was wir erreichen wollen. Und Schutz des geologischen Erbes, indem wir also zum Beispiel die Steinbrüche von Schwanebeck interessant machen für Gäste aus anderen Regionen, die sagen, ah, hier ist Muschelkalk aufgeschlossen, auch noch in einer wunderschönen Weise, dass da in normalen Jahren auch Wasser drin steht, dass es ein echter Besuch auch wert ist. So machen wir auch diese Orte interessant und hoffen, dass das bei den Schwanebeckern selbst die Wirkung hat, dass man das dann eben auch in Ordnung hält, wenn man selbst da ist, zum Schluss seinen Müll wieder mitnimmt und den dann nicht liegen lässt und solche Dinge. Schwanebeck als geologische Schatzkammer weltweit bekannt zu machen, ist ein großes Ziel, auf das es sich nun hinzuarbeiten lohnt. Mit der neuen Stele wurde jedenfalls erstmal ein Schritt in die richtige Richtung getan.